Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie Ihr Qualifying-Tempo auf das Rennen übertragen? Es muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. Sie haben dieses Wochenende kaum trainiert. Schonen Sie... Wird Ihr Team es schaffen, die Zuverlässigkeitsprobleme Ihres Autos bis... Klasse, das war dann alles. Gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Willkommen also am Circuit Paul Ricard, der Heimat des französischen Grand Prix, dem Heimrennen vom Team Renault und natürlich auch einiger Fahrer aus dem Feld. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Thomas startet aus der Pole Position und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Alonso, Sergio Perez und Ricardo. Ocon, Verstappen, Leclerc und Nikus Eriksson, Sirotkin, Stroll, Grosjean, Pierre Gasly und Valtteri Bottas. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Magnussen und Brandon Hartley macht die Startaufstellung komplett. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen.
schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Fast leer. Reduzieren den ERS-Einsatz. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Spitze, wirklich toll, das hast du echt gut gemacht. Tja,
Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Thomas vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? Ein weiterer Platz auf dem Podium. Langsam muss es Ihnen... Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr... Messen mit Ihnen? Danke für den Kommentar. Glückwunsch zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden... Es wird für uns Zeit, deinen Vertrag neu auszuhandeln. Hier siehst du die aktuellen Angebote. Sobald die Verhandlungen beginnen, wird dir das Team ein Angebot machen. Du kannst zwar das aktuelle Angebot annehmen, aber ich empfehle dir wärmstens, bessere Konditionen auszuhandeln. Okay, das Angebot sieht wirklich nicht schlecht aus. Und es scheint, als wären alle Parteien mit dem aktuellen Vertrag zufrieden. Der Vertrag wird also mit dem Rennen am nächsten...
Denk daran, dir mittels des Rivalitätsbildschirms am Arbeitsplatz einen Rivalen zu suchen. Ein gutes Abschneiden verschafft dir Respekt und uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Schön, dass Sie dieses Wochenende zum großen Preis von Österreich live mit uns dabei sind. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. War nicht gut, du musst dich noch verbessern.
Es wird noch 10 Minuten dauern. Wir gehen davon aus, dass das Wetter dann in leichten Regen umschlägt. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3